Vor langer Zeit sendete Gott den Engel Gabriel zur Jungfrau Maria, und der Engel kam zu ihr und sprach: Sei gegrüßt, Maria, fürchte dich nicht. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Diesem sollst du den Namen Jesus geben. Maria erschrak, aber da sie Gott vertraute und an die Worte des Engels glaubte, sagte sie: Was du im Namen Gottes sagst, das soll so geschehen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem römischen Kaiser Augustus ausging. Er wollte zählen, wie viele Leute in seinem Reich lebten. Sie sollten in ihre Geburtsorte zurückkehren und sich dort in Listen einzutragen. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließ, jeder in seine Geburtsstadt. So machte sich auch Josef mit seiner Frau Maria auf den Weg in seine Heimatstadt Bethlehem, um sich zählen zu lassen. Doch weil Maria hochschwanger war, war der Weg dorthin sehr beschwerlich. Tagelang liefen sie zusammen mit ihrem Esel durch das Land. Wann sind wir endlich da, Josef? Stöhnte Maria. Ich kann nicht mehr, mein Bauch ist schon so groß und schwer, ich glaube, ich brauche eine Pause. Ja, Maria, ich weiß. Komm, wir gehen noch ein Stück. Im nächsten Ort ist sicher eine Herberge, wo wir schlafen können. Dort kannst du dich dann hinlegen und etwas ausruhen. Morgen gehen wir dann weiter. Aber egal, an welcher Herberge sie anklopften, niemand hatte ein Bett für sie frei. Verzweifelt sagte Josef: Es tut mir so leid, Maria. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht, Josef. Schau, da vorne, hinter den Ziegen. Dort ist noch eine Herberge. Lass es uns ein letztes Mal versuchen. Wenn wir wieder weggeschickt werden, machen wir unter einem schönen Feigenbaum eine kurze Rast. So klopften sie in der Herberge an. Wir suchen eine Unterkunft für die Nacht. Habt ihr noch ein Zimmer frei? Meine Frau Maria ist schwanger und braucht dringend eine Pause. Nein, das tut mir leid. Wir sind komplett ausgebucht. Wegen der Volkszählung sind viele Menschen unterwegs, die in den Herbergen übernachten wollen. Antwortet der Herbergsvater. Schwanger? Du bist schwanger? Aber Martin, wir können keine schwangere Frau wegschicken, protestierte seine Frau. Aber Magdalena, wo sollen wir sie denn unterbringen? Alle Zimmer sind schon belegt. Sogar auf dem Dachboden haben wir schon Leute einquartiert. Die Herbergsmutter überlegte kurz. Martin, was ist denn mit dem Stall? Erinnerte sie ihren Mann. Oh ja, der Stall. Wisst ihr, wir haben einen kleinen Stall auf dem Feld hinter unserer Herberge. Wenn es euch nichts ausmacht, könnt ihr dort die Nacht verbringen. Mit dem Stroh könnt ihr es euch ein wenig gemütlich machen. Nein, danke. Aber ich kann Maria unmöglich in einem Stall schlafen lassen. Was machen wir, wenn das Kind kommt? Nein, das geht wirklich nicht, wandte Josef ein, doch Maria protestierte. Josef, ich bin so müde, ich kann nicht mehr weiterlaufen. Lass uns die Nacht im Stall schlafen und morgen, wenn wir ausgeruht sind, weitergehen. Na gut, brummte Josef. Dann machen wir uns auf den Weg. Herzlichen Dank. Gerne. Hier, nehmt noch einen Krug Wasser und mit einem Stück Brot. Das wird euch stärken, sagte Martin. Danke, erwiderten Maria und Josef erleichtert. Die beiden gingen auf das Feld, fanden den Stall und machten es sich dort im Stroh gemütlich. Sie tranken etwas, aßen von dem Brot und schauten in den klaren Sternenhimmel. Und als sie da saßen, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Yeah.
der Nähe saßen Hirten auf dem Feld und bewachten ihre Schafherde. Puh, heute ist es aber richtig kalt, sprach ein Hirte. Ja, da hast du recht. Komm, wir rücken ein bisschen näher ans Feuer. Dann wird uns sicher wärmer. Was ist das? Da oben? Es wird so hell. Hilfe, ich kann nichts mehr sehen. Was ist hier los? Erschraken sie sich, als ein Engel plötzlich vor ihnen schwebte und zu ihnen sprach. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windel gewickelt und in einer Krippe liegend. Zuerst waren sich die Hirten unsicher, ob sie sich auf den Weg machen sollten. Doch dann sagten sie, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und so packten sie neugierig ihre Sachen und suchten zusammen mit ihren Schafen den Stall, in dem Maria und Josef mit Jesus waren. Das wollten sie schließlich mit eigenen Augen sehen. Zur gleichen Zeit streiften die heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, durch die Landschaft. Sie waren große Kenner der Sterne und des Himmels. Und so sahen sie auch an diesem Abend an den Nachthimmel. Schaut mal, Kaspar und Balthasar, seht ihr diesen Stern dort vorne auch? Oh ja, du hast recht, er leuchtet so viel heller als die anderen Sterne und bewegen tut er sich auch. Das ist etwas ganz Besonderes. Los, lasst uns ihm folgen. Er wird uns sicherlich zu etwas ganz Wundervollem führen. Sie folgten dem Stern und kamen schließlich an dem Stall an. Der Stern schwebte jetzt genau darüber. Die heiligen drei Könige überreichten Maria für den neugeborenen Jesus ihre Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In dieser Nacht erkannten alle im Stall, dass mit Jesus der Erlöser der Welt geboren war, der für die Menschen Frieden und Liebe bringen würde.